Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender. Ich habe einen besonderen Gast heute. Ich begrüße Markus Winter. Hallo. Hi. Wir haben uns quasi schon, ich habe dich verhaftet im März, weil du hattest irgendwie mir jenseits der Podcastaufnahme erzählt, dass du an einer neuen Serie arbeitest und das hat meine Neugier geweckt. Und zwar geht es in deiner neuen Hörspielreihe um Lovecraft. Mhm. Was verbirgt sich denn hinter diesem Namen jetzt bei der Serie? 50% Lovecraft tatsächlich. Also die Idee dazu, fangen wir damit einfach, ich nehme mal die Frage vorweg, einfach mal an. Das war, wir haben ja viele Hörspiele und Hörbücher anfangs auch umgesetzt aus Büchern von verschiedenen Verlagen, mit denen wir arbeiten. Mhm. Und die Verlage sind immer ganz glücklich, wie wir das machen einerseits und dass dann natürlich auch Geld bei rumkommt. Und dann versuchen die Verlage natürlich, mir alle möglichen anderen Stoffe, die sie gerade verlegt haben, näher zu bringen. Willst du da nicht auch ein Hörspiel draus machen? Und der Blitz Verlag hat mir sein ganzes Verlagsprogramm vorgeschlagen. Und da war Karl May, Jules Verne. Und unter anderem hat er auch eine Lovecraft-Buchserie. Ich muss das dann aber alles absagen, weil ich erstens die Zeit da nicht zu habe und weil das auch meistens so Themen sind, die sich nicht unbedingt fürs Hörspiel eignen oder wo ich keine Lust drauf hatte, wie jetzt Karl May oder sowas. Und nur so der Lovecraft, der ist so in meinem Kopf seitdem er mir das gesagt hatte. Mhm. Aber da das ja gemeinfrei ist, habe ich da jetzt irgendwie nicht eingesehen, da jetzt noch eine Lizenz zu bezahlen für irgendwelche neuen Stoffe, sondern dann habe ich mir gesagt, dann schreibe ich die neuen Stoffe im Grunde lieber selbst, als dass ich da noch irgendwelche Lizenzen für bezahle an den Buchverlag. Und so ist diese Grundidee eben entstanden damals. Das heißt, du machst jetzt eine Hörspielreihe mit den Originalgeschichten von Lovecraft, hast aber eine Rahmenhandlung oder genau. Was habe ich da jetzt gerade raus verstanden? Ja. Genau, also ich hatte, Die Grundidee war dann eigentlich, also es ist schwierig, ich wollte jetzt auf keinen Fall nochmal die Originale 1:1 vertonen. Das machen ja, gerade weil es gemeinfrei ist, machen das ja schon ganz viele andere, also so ziemlich jeder. Und dann, das fand ich langweilig, jetzt nochmal einfach das 1:1 umzusetzen. Da habe ich also gedacht, ich mache was Eigenes, aufbauend auf dem Universum von Lovecraft, auf seinen Figuren, eine eigene Rahmenhandlung, aber ich wollte halt trotzdem auch die Originalgeschichten verarbeiten, ohne jetzt nach Möglichkeit die Lovecraft-Fans und Anhänger dazu enttäuschen, dass die sagen, was will denn der jetzt, da ist ja gar kein Lovecraft mehr drin. Und da habe ich also versucht, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also einerseits eine eigene Geschichte, aber schon in jeder Folge eine Originalgeschichte drin und die auch möglichst nah am Original. Das heißt, du weichst jetzt nicht von den Mythosgeschichten von Lovecraft ab, wie es Holbein zum Beispiel beim Hexer von Salem gemacht hat, der im Prinzip ja nur die großen Alten als existent irgendwie verfasst hat, aber sich dann eben nicht mehr an die Geschichten gehalten. Genau. Oder umgekehrt. Aber ich verändere das natürlich schon für meine Rahmenhandlung. Also ist schon klar. Und aber die Originalgeschichten, wie soll ich das erklären, ohne zu viel zu verraten natürlich, also die spielen schon eine Rolle. Mhm. Also meine Rahmenhandlung bezieht sich auch auf diese Originalgeschichten und spinnt die so ein bisschen weiter. Ja, das heißt, du hast einen Protagonisten, der die Geschichten miterlebt. Steht er nicht unbedingt immer im Mittelpunkt? Es ist immer die gleiche Person. Also auch die Hauptperson ist Randolph Carter und auch in Geschichten, wo er normalerweise nicht die Hauptperson ist, ist er bei mir die Hauptperson. Also wenn man jetzt die namenlose Stadt zum Beispiel nimmt, wo ja einer so einen Bericht schreibt, dass er da irgendwie in der Wüste diese uralte Stadt findet, dann ist das bei mir eben auch Randolph Carter, die Person. Und das ist dann eine fortlaufende Geschichte, du machst es in Staffeln? Genau, immer eine Staffel sind immer 4 Folgen und man weiß ja nie, wie so eine Serie läuft, ob die sich gut verkauft und ob die angenommen wird und ob man die nicht irgendwann abbrechen muss. Also habe ich mir gesagt, wir machen immer 4 Folgen. Mhm.
die in sich abgeschlossen sind. Die sind auch jetzt vorproduziert, also die ersten 4 Folgen habe ich fertig aufgenommen, die erscheinen, ja. Kann passieren, was will, die erscheinen und die erscheinen auch in relativ kurzer Zeit hintereinander weg. Und dann ist man zumindest, wenn es danach nicht weitergehen sollte, ist keiner enttäuscht, weil da irgendein Cliffhanger ist oder ein offenes Ende, sondern man kann nach den 4 Folgen gut aufhören. Mhm. Auftakt macht dann welche Geschichte? Dagon. Okay, also eine sehr frühe Geschichte von Lovecraft. Ja, ich glaube die 2. oder 3. oder so. Also zumindest eine ganz alte, ja. Und dann, aber die 4. Staffel ist schon durchgeplant, also die ist 4 Folgen. Durch. Ja. Dann lass uns mal kurz über die Sprecher reden, weil ich hatte einen Teaser bei Facebook entdeckt, den du, ich glaube, Anfang Oktober ins Netz gestellt hattest. Und da hat man so ein bisschen so ein Schnipsel gehört, so vom Erzähler. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, Indiana Jones. Also genau, Wolfgang Pampel. Genau. Großartiger Sprecher. Ja, mit dem ich auch immer schon mal arbeiten wollte. Mhm. Und das hatte sich jetzt ergeben und es hat Gott sei Dank auch geklappt. Also er war sofort die erste Wahl gewesen. Dann habe ich ihn da ausfindig gemacht in Österreich und da haben wir gesprochen und er fand das auch direkt eine tolle Idee und dann haben wir das einfach gemacht. Das heißt, ihr seid in ein Wiener Café gegangen und habt da die Aufnahme gemacht? Nee, ich fahre ja nicht nach Wien. Das ging tatsächlich alles per E-Mail und Telefon. Mhm. Und also und ja, ich stelle mir das dann so wirklich vor, denn sitzt jetzt denn zu Hause richtig und hat ein komplettes Studio auch dann für sich selber eingerichtet? Genau. Und also der ist, Wolfgang Pampel ist dann Lovecraft als Erzähler? Er ist der alte Lovecraft und im Grunde der Erzähler. Er spielt aber auch wirklich mit, also das habe ich auch schon irgendwo gelesen, er spricht jetzt Pampel irgendwie nur das Vorwort oder nur ein paar Erzähler. Nein, der spielt auch wirklich in der Handlung mit. Mhm. Also der alte Lovecraft, gibt es auch noch den jungen Lovecraft dann? Genau. Der heißt allerdings Randolph Carter. Das wird später erklärt, warum. Und der wird gesprochen von Tommy Morgenstern. Das ist der Sprecher von, hilf mir auf die Sprünge. Der Sprecher von, wie heißt der schon? Chris Hemsworth, alias Thor in den Marvel-Verfilmungen. Er hat aber auch Benedict Cumberbatch gesprochen in der Sherlock-Serie. Und ich glaube, er hat auch bei, wie hieß diese Vampir-Fernsehserie, da hat er den einen Bruder gesprochen. Vampire Diaries hat er einen von den 2 Brüdern gesprochen und ganz viel Anime hat er früher gemacht. Ich habe ihn aber vor allen Dingen auch deshalb genommen, weil er im Hörspielbereich noch nicht so, ich wollte so eine unverbrauchte Stimme, nicht, dass du in der Hauptrolle schon wieder die üblichen Verdächtigen hast und der hat im Hörspielbereich ganz wenig gemacht. Er hat bei ganz frühen Titania-Sachen mal mitgesprochen und eigentlich sonst noch so gut wie gar nichts. So wie Dietmar Wunder, der jetzt irgendwie gefühlt in jeder dritten Hörspielproduktion irgendwie mit dabei ist. Ja, und viele andere auch, die hört man andauernd und das wollte ich halt gerade nicht. Mhm. Und warum sollte man die Serie hören? Weil sie hoffentlich gruselig, spannend, atmosphärisch toll ist. Ja, sie wird jetzt erscheinen, nicht mehr in diesem Jahr, also nicht mehr zu Weihnachten, kann also nicht bei mir unterm Tannenbaum liegen. Im Januar kommt die erste und also dann weiß ich nicht, immer so im Abstand von 2-3 Monaten. Also zumindest so, dass alle 4 im nächsten Jahr durch sind. Also 2-3 Monate, okay. Ja. Das klingt doch sehr gut. Ja, ich würde sagen, mich hast du schon auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn auch ein paar Hörer von uns da mal reinholen würden. Und du hast mir auch was mitgebracht und da freue ich mich, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Das ist ein kleiner, das Intro oder der Prolog, nicht der Epilog. Genau, und der ist genau heute Mittag fertig. Ob der jetzt so 100% fertig ist, da bestimmt noch ein paar Kleinigkeiten mal noch geändert für die fertige Version. Jetzt im Mix irgendwas lauter, irgendwas leiser, aber der ist tatsächlich heute fertig, gemischt, geschnitten, Musik. Und ihr seid quasi die Ersten, die den hören werden. Das Intro hatten wir ja schon länger, das hängt da nochmal mit dran, aber jetzt hast du auch den Prolog davor. Wahnsinn, okay. Dann würde ich sagen, blenden wir jetzt mal unser Gespräch langsam aus. Wir essen noch ein bisschen Spekulatius und ihr hört rein in den Prolog. Vielen Dank, Markus, für deine Zeit. Ja, gerne, immer wieder gerne. Und frohe Weihnachten, falls wir uns nicht mehr sprechen. Ja, dir auch. Danke, ciao. Mond bucklig am Himmel steht, sehe ich das Ding. Ich habe es mit Morphium versucht, doch
verschafft mir die Droge nur vorübergehend Erleichterung. Oft frage ich mich, ob das alles nicht nur ein bloßes Hirngespinst war, eine Ausgeburt des Fiebers. Doch als Antwort erscheint mir fortwährend jenes Bild. Ich kann nicht an die Tiefsee denken, ohne angesichts der grausigen Dinge zu erschaudern, die im selben Augenblick vielleicht über ihren Grund kriechen und krabbeln. Ich träume von jenem Tag, da sie sich über die Wellen erheben und in ihren stinkenden Klauen die Überreste einer verkümmerten Menschheit hinabziehen. Das Ende ist nah. Sie kommen. Ich höre sie. Den glitschigen Körper, der sich gegen meine Tür stemmt. Herrgott, diese Hand. Diese widerwärtige Hand. Das Fenster. Ich... Öffnen Sie! Sofort! Er ist da drin. Ich weiß es. Öffnen Sie, oder wir müssen die Tür aufbrechen. Dieser Wahnsinnige. Er ist gesprungen. Sperrt die Straße ab. Los! Dieser Wahnsinnige, dieser vollkommen Wahnsinnige. Verrückt. Da! Wo da? Ich kann nichts erkennen! Bist du blind, Mann? Direkt vom Bug! Da schwimmt einer im Wasser! Bei dem Seegang? Du spinnst doch! Wenn ich es doch sage, da! Links! Jetzt musst du ihn aber gesehen haben! Er war ganz deutlich im Licht der Lampen zu erkennen! Grundgütiger, ja! Du hast recht! Aber worauf warten wir denn noch? Los! Wir müssen den Abteufel an Bord holen! Ei, ei! Schlag du dir ein Seil, ich werf dir den Rettungsring zu. Hier! Schnell! Den Ring! Das Seil! Greifen Sie zu, Mann! Wir ziehen Sie rauf! Er hat das Seil. Los jetzt! So! Gleich! Gleich! Nur noch ein paar Zentimeter! Jetzt bloß nicht loslassen! Hier haben Sie! Hier, nehmen Sie meine Hand. Na, machen Sie schon. Los! Gott sei Dank. Sie hätten verdammt viel Glück, Mister, bei dem Sturm. Wer da über Bord geht, der kommt meistens nicht mehr wieder. Glück? Ich? Nein, nein. Das war kein Glück. Wer sind Sie überhaupt? Ich habe Sie noch nie hier an Bord gesehen. Ich war auch nie hier an Bord. Also, das glaube ich jedenfalls. Aha. Sie glauben das. Aber Sie wissen es nicht. Richtig. Wie heißen Sie, Mister? Carter. Randolph Carter. Na schön, Mister Carter. Und Sie wissen nicht, wie Sie hierher gekommen sind? Nein. Also von unserem Schiff ist er ganz sicher nicht. Er sieht nicht wie ein Soldat aus. Waren Sie auf einem Passagierschiff? Ich weiß es nicht. Aber dass Sie Carter heißen, das wissen Sie. Ja, das heißt, nein, eigentlich weiß ich nicht mal das. Aber der Name, er ist irgendwie da, in meinem Kopf. Na schön. Und ist ja vielleicht noch was anderes? Irgendeine Erinnerung? Nein, nur... Ja? Da ist noch ein Name. Aha. Welcher? Dagon. Aha. Aber wer das ist, das haben Sie sicher vergessen. Ich wünschte, dem wäre so. Na dann, raus damit. Wer ist dieser Dagon? Das kann ich nicht sagen. Und warum nicht? Weil es zu schrecklich ist. Wir sind Soldaten im Krieg. Wir haben schon einiges erlebt. So etwas nicht. Noch nie hat ein Mensch etwas derartiges erdulden müssen. Sie dürfen sich nicht damit belasten. Sie sind noch so jung. Das lassen Sie uns entscheiden.
Nun, also wer ist dieser Dagon? Nein, ich kann es nicht sagen. Komm, wir bringen ihn zum General. Soll er sich doch mit ihm rumschlagen. Einverstanden. Los. Lange habe ich überlegt, ob ich über diese Dinge berichten soll. Dinge, die so unglaublich, so schrecklich und so grausam sind, dass man besser den Mantel des Schweigens über sie hüllen sollte. Für alle Zeiten. Doch die Gefahr, die von jenen alten Mächten ausgeht, ist einfach zu groß. Die Menschheit muss alles erfahren, auch wenn ich nicht glaube, dass es einen Weg gibt, sich dem Griff dieser Wesen zu entziehen. Aber ich kann nicht länger schweigen. Bald werde ich meinem Dasein ein Ende setzen. Doch bevor ich dies tue, will ich mein Gewissen erleichtern. Mir alles von der Seele schreiben. Alles. Howard Phillips Lovecraft, Chroniken des Grauens, Akte 1, Dagon. Auch dieses Jahr haben wir wieder fantastische Preise bei unserem Adventskalender in der Verlosung. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt unter diese oder eine der nächsten Kalendertürchen einen Kommentar und nimmt automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Wir verlosen fantastische Preise unter anderem von Winterzeit Audio, Titania Medien, vom Riva Verlag und auch von Sony Europa. Also einfach einen Kommentar schreiben unter dieser Folge und ihr seid mit dabei. Viel Erfolg und es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spammt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen. Unterstützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com
/spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me/spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro nicht kleinlich, sowie unsere Station Voice Heinz Kreienbaum. Ihr findet den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter jeweils unter spezialgelagert und bei YouTube als spezialgelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 175 43 43 0.